Das ist natürlich immer so eine Sache hier bei uns im Fernsehen. Die Kolleginnen aus der Maske, immer wieder gern im Fernsehen, heute mal von hinten. Sozusagen schon an der nächsten Station angekommen, rechte Hand am rechten Griff, wie es so schön heißt. Und genau falsch gemacht. Und damit können Sie auch schon spazieren fahren hier. Wow! Also das ist natürlich ein bisschen spaßiger als Radfahren hier mit diesem... Die Aktie ist einfach wahnsinnig gut gelaufen. Das kommt natürlich auch mit dazu. Ach, ich, nee, Katja, das ist auch noch nicht passiert. Ich stürze von der Empore. Ich wollte... This is Fashion Week over in Paris. The latest fashions are on the runway for next spring. But there was a problem out there today. One of the British designers' shows had a difficulty. A model fell down twice. That's her going down once. The young woman wearing that pink skirt and the orange platform shoes never quite recovered after that. There she goes again. That had to hurt. That was uncool. That's embarrassing. This is at least the second time. Well, you all are just really tickled by that, aren't you? You try walking in those shoes. Hey, first of all, baby, I got enough meat on me that it's all right. George. I'm sorry. Come on. We want to apologize. Hold on, hold on. Haben Dokumente, die Sie in einer Situation zeigen. Das glauben Sie nicht. Fangen wir damit mal an. Was war das denn? Ironie des Schicksals, dass sie heute eines der prestigeträchtigsten Gebäude der Region ist. In unserer Serie Kühne Konstruktion stellen wir in dieser Woche einige der beeindruckendsten Bauten in Winterlandschaften vor. Und im zweiten Teil geht es jetzt also... Boris Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas, die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft, gewonnen. Er schlug im Finale den Schweden Edberg mit 6 zu 4, 1 zu 6, 7 zu 5 und 6 zu 2. Die Lottozahlen. 3, 6, 19, 33, 38, 43. Zusatzzahl 46. Verzeihung. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 09. Entschuldigung. 09-82-942. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Wird auch auf Sie noch zukommen. Ist ja auch noch da. Auch noch. Ja. Da hinten. Wo ist denn eigentlich der Kollege? Ich hatte doch heute Morgen, hatte ich hier noch einen Kollegen. Hier ist er doch. Wo denn? Ja. Sven. Ja. Ach Gott. Und bei uns geht es nun weiter mit den Nachrichten und mit... Danke, Alexander Niemitz. Der Ölpreis ist gestern stumm gestiegen und da hat der DAX auch schon deutlich verloren. Ist das schon eingepreist? Es sieht fast so aus, wenn man sich den X-DAX heute Morgen anguckt, Astrid. Und die US-Börsen, die haben gestern sich dann ja auch noch mal etwas erholen können. Und das eben auch nach Börsenschluss hier in Europa. Dementsprechend werden wir heute einen Tick freundlicher starten. Der X-DAX bei 6. Ich bin zu grün, höre ich gerade. Nee, das wollen wir unseren Corinna, Zuschauern. Ich habe gerade schon gedacht, Ihnen wäre heute Morgen nicht so gut. Aber wir müssen das nicht mitnehmen. Bei mir ist alles okay. Alles in Ordnung. Sie wirken etwas zu grün gerade. Das muss ein technisches Problem sein, was wir wirklich entschuldigen ich müssen. Ich gehe mal ganz schnell aus. Very simple. It does what it says. So what, chicken and one in. Go on, just throw it. Oh my God. Are you all right? I think we need a hand. I'm alright, everyone. I'm alright. Also wenn Sie etwas Unkultiviertes suchen, wo Sie noch ein bisschen Arbeit mit haben, dann wäre das der Richtige. Den gibt es gleich in Herrchen gesucht. Sie dürfen nur keine Kaninchen haben. Das finde ich am liebsten. Nein, 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 nein. Das kann man alles so lassen.
zu Beginn des kommenden Jahres anzuheben. Zu dem Aktionstag hatte die IG Metall aufgerufen. Am Dienstag will sich der Betriebsrat zu Verhandlungen mit. Verzeihung. Mit der Verzeihung. So. Die Arbeitnehmervertreter wollen dabei. Nein, das geht, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht kann man einmal auf mich zurückschneiden. Das tut mir leid, meine Damen und Herren, wenn man kurz vor der Sendung noch etwas isst. Ich versuche es jetzt nochmal, ansonsten. Ich bin untröstlich, aber ich weiß nicht, was mein Meerschweinchen hier gerade macht. Abgesehen davon ist es undicht. Ja, also ich sehe das. Irgendwas hast du mit ihm gemacht. Das tut mir furchtbar leid. Ja, also Sie haben einen ausgesprochenen Fluchtinstinkt. Kann man nicht anders sagen. Diese Krankheit, die gerade. Können wir das mal. Zeigen Sie doch mal was anderes. Nein, also das. Vor allem der Part, den man gesehen hat über die Meerschweinchen, dass man die nicht mit den Kaninchen zusammenhalten kann, der stimmt also nicht richtig. Das ist also so ein bisschen so wie zwischen Hund und Katze. Und wenn man erwachsene Meerschweinchen und erwachsene Kaninchen zusammensetzt, dann haben die bestimmt nicht viel Freude miteinander. Aber bei kleinen Tieren geht das also sehr wohl. Und Meerschweinchen und Kaninchen sind schon zusammenzuhalten. Ne? Man darf sie bloß nicht erst erwachsen zusammensetzen. Ich kriege mein Kaninchen hier nicht. Das Meerschweinchen nicht. Ich aus der Jacke. Ich hoffe, du stürzt mich. So, komm mal hier. Ja, also das ist der Grund, warum man Meerschweinchen nicht mit in die Kneipe nehmen kann. So. Im Prozess um die Anschläge vom 11. September hat der Marokkaner Motaz Sadek enge Kontakte zu allen Mitgliedern der Hamburger Terrorzelle eingeräumt. Am zweiten Verhandlungstag vor dem Hamburger Oberlandesgericht betonte der Angeklagte, es habe sich um normale Freundschaften gehandelt. Allerdings gestand er ein, Überweisungen für die Gruppe ausgeführt zu haben. Und vom Karate etwas, eine Sportart, die relativ sehr selten bei uns im Fernsehen zu sehen sein wird. Länderkampf Deutschland gegen England, gestern in Salzgitter. Die Fetzen fliegen. Ich hoffe, nachher wird es nicht ganz so dramatisch werden. Und nun kommt der Karpfen, kommt jetzt hier rüber. Ah. Das sag mal ihn an! Den habe ich aber auch noch nie so weit tragen müssen. Ja. Weil meine Küche ist ja kleiner. So. Danke. Okay, bitte. So. Was ist denn das für ein Fisch heute? Sag mal. Mich tot. Es macht prima Spaß, hier Reporterin zu sein. Vielleicht können wir hier mal zeigen, wie das war. Ja, gut. Ja, lass mich mal auf. Der Weg, den ich oft in Gedanken gehe. Und zu dir, denn dort wartest du, kein Glück bei dir. Sing weiter! Die Temperaturen in Deutschland liegen bei minus 4 Grad und wir haben. Minus 4 Grad in Deutschland. Jetzt sollte eigentlich die Wetterkarte kommen. Okay, machen wir das noch nicht. Zeige ich Ihnen erst noch mal so ein paar kleine Impressionen, die wir auch noch hier aus Zwiesel gestartet haben. Hier sehen Sie mal so ein paar Impressionen, wie es in der Stadt zu viel im Augenblick hat. Oh, jetzt haben wir die Karte. Okay, gut. Läuft gerade ein bisschen durcheinander. Kann auch sein, liegt an mir, dass mein Kleiner hier ein bisschen eingefroren ist bei den Temperaturen. Und ich hoffe für die ganzen Helfer hier vor Ort, dass es zum Schneeschippen nicht noch das Sandsackschleppen, so jetzt habe ich das Wort auch, dass das Sandsackschleppen nicht dazukommt. Hallo? Ja, hallo. Mit wem spreche ich denn? Lesley. Sind Sie nicht Frau Schüler? Nee. Oh. Oh Mensch, wer ist das? Carsten, bist du das? Nein. Hallo? Nein, ich bin nicht der Carsten. Ich bin der Günther. Würden Sie mich auch nehmen? Hör mal. Nee. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Letole, da ist Günther ja auch am Telefon, oder ist das Verarschung? Nee, es ist schon richtig, aber ich habe mich verwählt. Ich suche Elisabeth. Sind Sie Elisabeth?
Nee, ich nicht. Dann wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute. Wir können uns ja mal zum Kaffee trinken treffen, aber ich habe mich verwählt. Ich suche eine andere. Tatsächlich? Ja. Okay, alles klar. Ja, kann mal vorkommen. Wir kriegen das anderweitig hin. Entschuldigung.